Lars müssen lieber kleine Kätzchen anpacken. Na, das ist ja... Na komm hier, du Gorilla. Da du sowieso gerade ohne Schutz bist, kann ich auch einfach so stumpf auf dich drauf prügeln. Du. Mal fix einsammeln, die ganzen Dinger hier. Haben wir es auch schon. Ach, hier haben wir noch was. Noch ein Herz. Den Tobi. Weg mit dir. Noch ein Herz. Perfekt. Weiß bloß, dass das eure scheiß Rattendorf hier. Nichts Besonderes? Achso, hier, ja doch, hier. Perfekt. Ja, toll. Ich habe davon jetzt nichts, wenn ich die... Achso. Super, dass du hier bist. Ich habe zufällig ein Gespräch von Tuck mitgehört. Er hat einen Weg in die Drachenhöhle gefunden und ist schon unterwegs dorthin. Ja, das haben wir eigentlich auch schon mitgekriegt. Deswegen müssen wir versuchen, irgendwie erst dorthin zu kommen. Beziehungsweise die anderen beiden Drachenstatuen noch zu finden. Allerdings weiß ich nicht, wo die sind. Ach so, das ist es. Sag mal, kann ich dich denn... Beide geschafft. Glaube ich, muss hier rein. Tatsache, hier war ich noch nicht. Aber dennoch brauche ich Bomben. Steinschlagschlucht. Das war's doch nicht. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was. Was diese Kristalle auf sich haben.
Okay. Oh, der ist das gemein gewesen. Alter! Oh, so ein extra Leben hat was für sich. Vor allem jetzt. Dabei will ich eigentlich... Jetzt aber richtig. Ja. Und wo bin ich jetzt? Juhu! Oh, Drachenstatue. Drachenstatue, was, Pussykatze? Genau. Ich bin nur ein harmloses Kätzchen-Müllmaul. Sollen wir ein bisschen toben und zusammen spielen? Miau. Wer du bist, Goldlöckchen? Du weißt, was kommt? Die drei Bären. Plus eins. Du gehst mal um Sack. Ich habe schon gedacht, ich gehe hier drauf. Das ist gar nicht so einfach. Aber dafür kriegen wir schon Money. Gut, wir wollen jetzt zur Drachenstatue. Na gut, einen Hitfontäne nehme ich auch. Und dann ist eine direkt dort. Alles klar. So, das ist, ja, der Weg runter. Genau, da hatte ich bloß das Dings geholt. Und jetzt will ich eigentlich bloß zurück. Halli, hopp. So, ich hoffe, ich nehme jetzt hier eigentlich den richtigen Weg.
Du kannst mir eigentlich genau wie gerufen. Herzlichen Glückwunsch, junger Krieger. Jetzt ist es wieder viel sicherer in den Wäldern. Aber hier und da lauert das Böse immer noch. An deiner Stelle würde ich auf eine bessere Ausrüstung achten, bevor ich wieder loszöge. Ja. Bomben. Kaufen. Geh niemals ohne eine Bombe aus dem Haus. Wenn die Zündschnur glimmt, soll... Bomben. Geh niemals ohne eine Bombe aus dem Haus. Wenn die Zündschnur glimmt, solltest du verschwinden. Genau, gib mir den Speicherpunkt her. Ich hoffe, ich bin hier. Ja, genau da, wo ich hin wollte. Ich hab. Perfekt. Jetzt muss ich wohl noch wieder im Weg. Oh. Dann hat sich das ja auch erledigt. Ja. Hui. Haben wir hier wenigstens noch was? Oh. Aber mein Nase juckt. Das gemein. Okay, ich komme, du heiliger Drache, du. Warte, junger Krieger. Tulau. Ich danke dir im Namen aller Hasen. Du hast uns wirklich gerettet. Jetzt sind die Wälder wieder sicher und wir müssen uns nicht länger verstecken. Wir hoffen, dass es dir gelingt und dir der Drache helfen kann, Taken zu finden. Keine Sorge, Jungs. Ich mache mich jetzt besser auf die Jagd nach Taken, bevor seine Spuren verblassen. Macht's gut. Ach, das haben wir doch alles gern gemacht. Ist aber schön, dass das Ding dazu geht. Ich will gar nicht wissen, was mich hier noch so alles erwartet. Was ist das denn? Noch so einer verdammter Ratte? Dir werde ich zeigen, du stupiger Kleiner. Warte, ich bin keine Ratte. Ich bin eine Katze. Genau. Und ich bin eine Schlange mit Drüsenleiden. Schluck Feuer, Ratty. Uha. Aber die Stimme gefällt mir von ihm. Die Stimme fand ich irgendwie cool. Und vor allem noch so ein schöner, geiler Akzent, den er hatte. Gefällt mir. Gefällt mir. Drache! Dame des Drachen. Was soll ich denn darunter verstehen? Boah, du hast einen Lichttrank gefunden. Eine halbe Minute lang folgt dir ein Licht, das die Umgebung behält. Cool. Ich kämpfe doch auch gegen die Ratten. Schnur.